Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Bitte wundert euch nicht, dass ich jetzt an dieser Stelle bin. Ich war in der letzten Folge schon ein kleines bisschen weiter. Allerdings, trotz der Tatsache, dass ich gespeichert habe, musste ich jetzt alles nochmal machen. Und ich habe hier gerade gesehen, dass es hier wohl noch reingeht. Und das möchte ich dann natürlich gerne noch mitnehmen, wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit dazu habe. Schauen wir uns hier erstmal um. Es sind so viele. Ich weiß. Einfach weiter. Ja. Und ich bin tatsächlich froh, dass der Speicherpunkt am Anfang des Tunnels war. Sonst hätte ich den ganzen Kram hier... Moment, was ist jetzt... Moment, das möchte ich mitnehmen. Und das ist die Waffe. Ja, gut. Da ist meine ja noch ein bisschen besser. Ja, ich bin doch ganz froh, muss ich sagen, dass ich das jetzt hier doch noch gemacht habe. Die Sache ist die... Ah, da komme ich hoch. Alles klar. Schaffe ich das, die beiden auszuschalten? Also vor allem schaffe ich es... Wow, ist das dunkel? Ich sehe gar nichts. Ach, das sind drei. Schaffe ich das, die auszuschalten? Ohne, dass die anderen das jeweils mitbekommen? Ich schau mal, ob es funktioniert. Ah, die machen da auf jeden Fall einen Aufstand. Oh. Oh, nice. Ich muss ein bisschen... Ja, ja, im Lauschmodus vorangehen. Ich hoffe, der andere kriegt es nicht mit. Ich sehe gerade gar nichts. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich glaube, ich töte ihn. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Wo ist der Nächste? Was sagt der Lauschmodus? Das ist Ellie? Ach, ach, ich stehe so nah dran. Ja, dann. Dann ist ja gut. Hui. Hui, hui, hui. War es das fürs Erste? Würde ich nämlich super gerne genau die Lampe wieder anmachen. Ach, sehr schön. Ja, gut, dass ich das gemacht habe. Tatsächlich habe ich jetzt doch ein bisschen Kram noch dazu bekommen. Das ist ganz schön. Hier liegt auch noch super viel rum. Ach, wunderbar. Das haben wir voll. Was ist denn das? Ach, das sind diese komischen... Was waren das? Ich weiß es gar nicht. Medipack. Nee, brauchen wir dafür nicht. Nagelbombe. Nee, alles klar. Gut, dann müssen wir das wohl oder übel liegen lassen. Geht's jetzt hier? Nee, da geht's nicht raus. Alles klar. So, dann müssten wir doch jetzt an der Stelle sein, bei der ich die Klicker beim letzten Mal mit dem Bogen getötet habe, oder? Nur im Endeffekt auf der anderen Seite. Oh, ach, das war nur ein Stein. Ach nee, doch nicht. Da ist einer. Doch nicht. Ich bin schon an der Stelle, wo ich das letzte Mal Schluss gemacht habe. Okay. Gut, gut. Was haben wir hier? Was habe ich jetzt? Nee, nee, behalt mal deine bitte. Wow, da ist einiges los. Das sind zwei Bloater. Da vorne war jetzt auch nichts Wichtiges mehr in der letzten Folge. Ich glaube, nur ein bisschen... ein paar Pfeile oder so, die ich dann verschossen habe. So, genau hier habe ich doch die Folge beendet. Ach du Scheiße. Kommen wir da hoch? Sind da auch... Kommst du da hoch, Joel? Gehst du da hoch? Ich hatte gehofft, oh Mist, dass wir da irgendwie drauf kommen. Oh, da sind auch Runner dabei, ne? Oh, er kommt hoch. Sehr gut. Was haben wir hier? Oh, Bomben verbessert. Passt mal auf. Ich werde das jetzt... Wie werde ich das machen? Ich werde den Stein da reinwerfen. Und danach werde ich einen Molotow reinwerfen. Ich hoffe, das ist eine kluge Sache. So sind die zumindest schon mal aufgescheucht. Molotow. Vielleicht sogar noch einen. Oder entzünden die sich jetzt automatisch? Ich werfe mal zur Vorsicht noch einen. Shit. Oh shit. Das ist krass. Oh, Ellie schießt. Das war nicht cool. Ellie, warum hast du angefangen zu schießen? Finde ich nicht gut. Das bedeutet, ich würde ganz gerne mal eben kurz die Schrotflinte nehmen. Genau. Oh Mann, ich möchte jetzt die anderen hier nicht aufscheuchen. Oh, Bloater, weg hier. Weg hier. Dass wir ein bisschen Platz haben. Oh, da sind noch so einige. Oh, shit. Ja, weg mit dir. Dass wir genau ein bisschen Platz haben und ich eventuell den Flammenwerfer mal ausrüsten kann. Wo ist denn der jetzt? Oh, Ellie. Weg hier, das ist nicht cool. Stehen bleiben ist nicht cool.
Also leider keine Flammenwerfer-Action. Ich ziehe zum Glück nicht ganz so viel ab. Der ist hinüber. Sehr schön. Da hinten ist aber noch einer. Kommt er hier hin? Was will dir, Kumpel? Jetzt wechsle ich mal die Waffe. Lad mal eben kurz nach. Und dann nehme ich mein wundervolles Zielfernrohr und schieße trotzdem daneben. Unfassbar. Unfassbar. Ja, schade. Mann, jetzt hatte ich gar nicht die Zeit, den Flammenwerfer auszurüsten. Ich möchte den so, so gerne nochmal ausprobieren. Oh, ich hoffe wirklich, dass ich dazu noch die Gelegenheit habe. Das ging jetzt so fix, ne? Mann. Schade, schade. Ach, das war nur ein Stein. Oh, Moment. 50. Boah. Ich möchte den nutzen. Wo habe ich den denn jetzt? Da wäre er gewesen. 140. Ja gut, da ich aber nicht weiß, was noch alles so kommt, möchte ich es jetzt auch nicht einfach so ausprobieren. Okay. Ne? Ich kann jetzt mal nachladen. Aber das mit den Molotovs war gut. Echt jetzt. Ich hätte nur gehofft, dass die dann wirklich alle draufgehen und dass ich von oben die Möglichkeit habe zu schießen. Aber gut, war ja jetzt so auch ganz in Ordnung. Vorsicht da unten! Ja, ja. Schon gut. Sehr schön. Mach noch ein bisschen Lärm. Für die, die jetzt auf der anderen Seite vermutlich noch kommen werden. Hui, einfach so runterspringen. Oder ist es hier jetzt etwa ruhig? Das wäre ja unfassbar. Alles klar. Ich glaube, hier kriegen sie es nicht. Schaffst du das mit dem Sprung, Ellie? Ach, sie ist noch da hinten. Schaffst Pass du das? Auf hier. Das Wasser scheint tief Möchtest zu sein. Sie doch. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Jo, das bekommt Was sie denn? Hin. Oh ja. Klar doch. Definitiv. Hier geht's drauf, bringt aber nichts. Okay. Ja, er bringt ihr Schwimmen bei. Ach, das finde ich gut. Muss ich hier ein bisschen tauchen? Kann das sein? Was ist denn da unten? Tauch mal bitte ab. Ah, okay. Moment, Moment. Da kommen wir so nicht durch. Stopp, dann hier erstmal wieder raus. Genau, und dann können wir vielleicht gleich nochmal kurz abtauchen. Okay, Moment. Ach so. Habe ich jetzt gar nicht so schnell gecheckt, was Ellie da vorhatte, wie sie hier rüberkommen wollte. Aber gut. Ach so, hier. Mensch. Feuerwehrwagen inklusive Leiter. Das ist ja großartig. Oh, ich höre doch schon wieder irgendwelche Geräusche. Das war es doch hier noch nicht. So. Können wir? Okay, bleib mal. Ach, wir müssen sogar da oben lang. Moment, müssen wir da oben lang? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, aber ich wollte hier ganz gerne noch hin. Oder geht's hier denn tatsächlich schon raus? Kannst du hier noch abtauchen, Joel? Eisig. Oh, pass auf, Ellie. Pass bloß auf. Nee, hier kann ich nicht mehr tauchen. Okay, ich wollte gerne wissen, ob da vielleicht noch irgendwas ist, so am Rand. Kann irgendwie überhaupt nicht mehr abtauchen. Hier müsste es doch gehen. Ja. Aber das sieht nicht so aus. Okay. Ja, ich dachte jetzt erst, wir müssen irgendwie da oben rüber. Aber anscheinend... Ja, doch nicht. Ellie, wo bist du denn jetzt? Ach, du stehst da schon. Ach so. Oh, ich möchte wieder nach draußen. Also wirklich jetzt. Ah, was ist das denn hier? Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Ach so. Na komm. Schon voll erschöpft, die Arme, ey. So, wo ist jetzt die Tür? Pass auf! Hier. Wow. Oh. Kann ich das mit dem... Nice. Scheiße. Geht der drauf? Alles klar. Ja. Hui. Ich hab mich nur erschreckt. Mann. Witzig, mit dem Flammenwerfer. Oh ja. Hui. Ich hab den aber auch nicht gesehen, ne? So ein Sack. Was haben wir denn hier doch Schönes? Das kommt doch wohl alles mit. Ja, supi.
Und da ist noch eine Werkbank. Was können wir eigentlich? Moment mal. Hier nochmal nehmen. Heiltempo. Oh Gott. Maximale Gesundheit. Das haben wir voll. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes möchte. Also Fertigungszeit, Heiltempo ist vielleicht auch wichtig. Maximale Gesundheit. Schwanken der Waffe. Wisst ihr, was ich mache jetzt? Das hier. Ich habe keine Ahnung, wie viel noch kommt. Also im gesamten Spiel, meine ich. Und was ich da noch brauchen werde. Ich mache jetzt einfach das Heiltempo. So, und hier muss ich auch mal gucken. Also der Flammenwerfer hat jetzt doch schon ganz schön reingehauen. Wir haben 46, das ist nicht ganz so viel. Die Shorty fand ich okay. Die Schrotflinte habe ich jetzt noch nicht komplett. Kostet auch 50, das, was ich haben möchte. Schussfolge, wisst ihr was? Ich mache jetzt das hier für 40. Ja, das wird uns helfen. Ist dann hoffentlich ganz in Ordnung. Ja, das will ich hoffen. Ich habe so viele Waffen. Oh, Moment. Ach, da war gar nichts. Ich habe so viele Waffen und nutze... Und nutze trotzdem immer hauptsächlich die gleichen, ne? Oh, hier kommen wir doch bestimmt rein mit einem Messer. Jaha! Ein wunderbarer Raum. Hoffe ich doch. Oho. Oho, was haben wir denn hier noch Schönes? Da waren nochmal 10 drin. Okay. Erstmal ein bisschen umschauen. Da ist noch was. Nehmen wir mit. Da ist auch noch was. Und, Moment, auch mit diesen Lichteffekten ist das manchmal ein bisschen schwierig. Da nochmal 30, oh nice. Da nochmal 3 Schuss, richtig gut. Und du hast ein paar Pfeile, mein Lieber. Das ist sehr cool von dir. Die kann ich aber nicht nehmen, weil ich noch alles voll habe. Stopp, ach nee, das ist nur ein Stein. Alles klar, nicht, dass ich hier was übersehe. Da hatte ich auch gerade was voll, ne? Ich habe hier irgendwo gerade noch Munition. Ach, Muni. Ja, okay, was ist denn das für eine? Ist das normale Pistole? Lass uns da mal eben kurz gucken. 14, dass wir die auf jeden Fall noch nachladen, genau. Dann können wir das mitnehmen, 2 Stück. Ja, gut. Warum eigentlich nicht, ne? Das war es aber soweit. Okay. Aber gut, dass wir die Tür geöffnet haben. Sieh mal! Da ist es! Ja, ich sehe es. Nur wie kommen wir da hin? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich muss ich Ellie hier wieder irgendwie rüberhelfen, oder? Achso, ich kann schon mal dahin schwimmen. Ja, das ist gut. Komm, wir springen mal ins kalte Wasser. Eben kurz abtauchen. Sie geht nirgendwo hin. Alles klar. Wie er immer taucht, ne? Ich finde es so gut. Ah, da ist noch ein Raum. Ach, Moment. Moment, Moment. So, nochmal eben kurz auftauchen, Joel. Eben Luft holen. Dann schwimme ich einfach mal dahin. Und dann tauchen wir nochmal ab. Und dann hoffe ich, dass wir da drin auch noch was Schönes finden werden. Oh wow, ich hänge gerade so ein bisschen hier an der Ecke und ich habe keine Ahnung, wohin. Ich schwimme jetzt einfach mal in diese Richtung. Ja komm, ein bisschen Luft hast du noch. Oh shit, da ist ja eine. Hallöchen. Hier kann ich wieder auftauchen. Okay. Und... was genau bringt mir das? Ich komme da oben rein. Komme ich hier drauf? Ah. Muss ich über diese Schächte? Ich raff's gerade irgendwie nicht. Hier ist einfach mal gar nichts. Ah, ich muss da oben drüber krabbeln. Alles klar. Gut. Das sieht ja so aus, als wäre ich hier schon richtig. Ich weiß jetzt nicht, was in der anderen Richtung gerade war. Ich sofort hier hin hoch geschwommen bin. Kannst du laufen auch? Nee, funktioniert nicht. Also, Moment. Ja, dann einfach mal hier so rüber. Kann man von hier das Wasser irgendwie ablassen oder so? War das sein Ziel? Ach! Ja, super. Ach, na, sieh eine an. Alles klar, das ist jetzt schon mal im Wasser. Die Frage ist, wir müssen da hinten hin, ne? Da kann ich sie doch, ja, kann ich sie doch einfach hinziehen. Und ich kann hier runter, das ist kein Ding. Ich würde aber dann jetzt trotzdem ganz gerne nochmal eben schauen, was da vorne ist. Tauch nochmal ab, genau. Dass wir hier auf jeden Fall nochmal nach links schwimmen. Ist da überhaupt... ach, da ist gar nichts mehr. Nee, hier ist gar nichts. Alles klar, Joel. Wie er schwimmt, das ist so geil.
Gut, hat sich das... Nein, hier noch nicht hoch... Nein, hier ist doch nichts zum Hochgehen. Hier kriegst du keine Luft. Hier, kommst du jetzt mal lieber. So, Ellie, ich habe ein wundervolles Floß für dich. Okay. Hör auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Jo, sehr schön. Die Frage ist, kann ich denn jetzt von da rüber springen? Oder wie hat er sich das vorgestellt? Funktioniert das? Nein. Kann ich denn auf das Floß? Ich. Nee. Er schafft den Sprung nicht. Kommen wir denn? Moment, Moment. Da ist eine Leiter. Ja, Ellie. Sehr schön. Ich habe gerade gedacht, wir müssen vielleicht wieder irgendwie oben rumklettern. Ja, vielen Dank. Oh. Oh. Was ist passiert? Verdammt, der Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Na, du bist gut. Ich überlege mir was. Kann ich doch jetzt im Endeffekt nur hier hinstellen, oder? Aber wie komme ich von da rüber? Ach, muss ich doch über die Rohre klettern, ne? Oder? Also ich meine, von hier kann ich nichts machen. Und da oben? Sind da denn Rohre auf der anderen Seite? Pass mal auf, wir machen nochmal das Licht an. Hier ist nichts mehr, alles klar? Ach nee, hier kam ich nicht durch. Genau, da musste ich hier nochmal hin. Ach, dann kam ich vorhin wahrscheinlich auch in die andere Richtung. Könnte ich mir vorstellen. Ja, da ist ja sonst nichts. Und, sieht das gut aus? Nein. What? Moment. Ich hatte jetzt gehofft... Nee, das ergibt ja keinen Sinn. Das ergibt ja keinen Sinn. Da komme ich ja nur wieder zurück. Jetzt noch so ein Rätsel hier. Gegen Ende. Fantastisch. Ja, was soll ich da mit der Leiter machen? Hm. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich vielleicht doch noch eine Stelle übersehen habe, wo ich die hinstellen könnte. Also, da hinstellen bringt absolut gar nichts. Geht doch im Endeffekt nur hier. Vor allem ist doch hier diese gelbe Kante. Das sieht schon so danach aus. Als müsste es so sein. Hier schaffst du den Sprung nicht. Ach, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Sofern das möglich ist. Ja, er kann die mitnehmen. Super. Dann können wir die nämlich von hier vorne direkt drüber legen. Dann ist das ja kein Problem. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. So direkt. Ja, Moment. Jetzt aber. So, ist sehr schön. Dann springen wir runter. Nehmen die Leiter nochmal wieder mit. Oh, okay. Gut. Platzieren Sie hier. Ja, fantastische Idee. Ich will jetzt endlich hier raus. Aber das sieht gut aus. Wir werden hier rauskommen. Jetzt gleich, hoffentlich. Huch. Ellie, warte auf mich. Nicht so schnell. Oh nein, nicht noch mehr Tunnel. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Oh, shit. Ach, du Scheiße. Ja, das kann ja was werden. Nicht so schnell, Joel. Nicht so schnell. Oh, wow. Ellie, mach bloß vorsichtig. Nein! Nein! Gib mir Mühe. Was? Stopp! Ich weiß überhaupt nicht... Wow. Wow. Kann ich abtauchen? Kann ich nicht. Das war nicht mein Plan, ehrlich gesagt.
Jetzt hänge ich hier fest, ne? Shit. Was mache ich denn? Ah, hier komme ich hoch. Ja, super. Okay, stopp mal. Ellie, wo bist du? Ellie? Bist schon abgesoffen? Ach, du bist schon hier. Das ist ja fantastisch. So, rüber mit dir. Nein! Muss das so sein? Oh Gott. Kommst du hoch? Nee. Wow, wie krass das ist. Man fühlt sich wirklich so ein bisschen... Als wäre man in so einer Strömung. War das jetzt dumm, was ich gemacht habe? Also Ellie steht da noch. Wow. Hier komme ich ja definitiv nicht hoch. Das ist ja eine Nummer zu krass, oder? Kann ich tauchen? Nee, geht anscheinend nicht. Was? Ellie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Nee, ich kann definitiv nicht mehr zurück. Probier mal hier hochzukommen, auch nicht. Da hoch geht auch nichts. Komme ich da irgendwie in die Ecke? Nein. Also, Ellie steht da noch. Ja, ich dachte eigentlich, dass er rüberspringt. Dass er rüberspringt und dann auf den Schacht da oben kommt. Ah, ich kann doch gegen anlaufen? Ja, aber nur ein bisschen. Wett? Nee, hier kann ich auch nicht tauchen. Kann ich irgendwas kaputt schießen oder... Wow, das mit dem Wasser hier ist zum Glück gar nicht nervig. Ah, hä? Jetzt ist er gerade abgetaucht. Oder lag das jetzt nur an der kleinen Welle, die da kam? Okay. Okay. Ich check es nicht. Ah, jetzt... Hä? Ich glaube, das liegt an den Wellen. Leute, ich check's nicht. Kannst du das mal... Ach nee, er kann das im Wasser nicht ausrüsten. Mist. Ich dachte, ich kann jetzt vielleicht mal durchs Zielfernrohr gucken. Ob hier irgendwas ist. Oh Gott, das Wasser. Alter, jetzt taucht er wieder... Jetzt taucht er wieder ab. Joel, das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. Das war doch 100% falsch. Ich hätte da oben hingemusst. Passt mal kurz auf. Kann ich. Vor 2 Minuten Spiel laden, dass wir das vielleicht nochmal eben machen, weil ich mir jetzt echt nicht sicher bin, ob das richtig war. Oder aber nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht, er springt darüber. Von daher. Also 16.26 Uhr. Ja, aber das ist jetzt gerade unterirdischer Tunnel. Nope. Nein. Seit 15 Stunden spiele ich schon. Fantastisch. Nee, das war jetzt gerade. Er hat es jetzt gerade gespeichert, nicht vor 2 Minuten, oder? Ich lade das jetzt. Ja, ich lade das jetzt. Einfach mal gucken. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Pech. Ich weiß es nicht. Bitte lass mich oben irgendwo stehen. Bitte, bitte. Ja! Ja, ich stehe oben. Aber wie machen wir das, Ellie? Wenn ich jetzt wieder... Moment. Wie soll ich das denn machen? Also irgendwie? Nein! Nein! Sag mal, bin ich bescheuert? Der muss doch darüber und dann müssen wir auf dem Bus hier weiter. Ja, es ist doch... Stopp. Das ist doch sowas von logisch. Oder etwa nicht so, das hier war das. Aber wie komme ich darüber? Er springt ja nicht. Also es gibt ja keine, generell keine Springtaste. Ich habe jetzt einfach X gedrückt. Was? Ich will doch nur hier raus. Ja, ich habe ja... Das ist Hocke. Ich habe ja keine Springtaste. Ellie, kannst du bitte irgendwas machen? Es ist doch... Leute, es ist ganz, ganz logisch. Wir müssen hier rüber, über den Bus, sind dann auf der anderen Seite und dann kommen wir raus. Nein! Oh, Junge. Du machst mich fertig. Mal eben kurz schauen, ob hier... Nee, hier ist nichts. Was?
Das kann nicht sein, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Ey, das gibt's doch nicht. Ich lade jetzt nochmal. Es tut mir leid, dass ich das nicht peile. Also wirklich. Was? Ja, bitte. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, Leute, ich wollte jetzt noch ein bisschen spielen. Also die Folge wollte ich jetzt nicht beenden, aber ich habe so die Befürchtung, dass ich hier gerade zu dämlich bin. Geh mal dahin. Habe ich denn irgendwas vergessen? Also, ja, ich kann euch die Leiter hierhin mitnehmen. Ich kann doch nicht... Muss ich die Leiter hierhin mitnehmen? Nee, da kommt er jetzt niemals wieder rüber. Nee, kommt er nicht. Und jetzt sind wir wieder hier im Auto. Da kommt er hoch. Ellie, ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Ah, hängen wir an einem... Moment mal. Hängt das Ding an einem Seil oder so? Nee. Fett. Es tut mir wirklich leid, wenn ich gerade irgendwie der letzte Mensch der Welt bin, aber... Es ist mir unbegreiflich, was ich hier machen soll. Das ergibt doch keinen Sinn. Check das nicht. Da festhalten. Das ergibt alles keinen Sinn. Und ich habe definitiv keine Sprungtaste. Generell. Irgendwie so. Moment, kann er? Kannst du hier irgendwas mitnehmen? Also irgendein Teil vom... vom verschrotteten Auto oder was auch immer das hier sein soll. Dass der irgendwas da drüber legt. Wisst ihr, wie ich meine? Ist das ein Bug? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu bescheuert. Kein Plan, Leute. Ich weiß es nicht. Ich beende jetzt die Folge. Glaube ich. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Nee, wisst ihr was? Ich werde jetzt nachschauen, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich bin einfach... Ich bin zu blöd dafür. Ich schaue jetzt nach, wie das hier funktioniert. Spoiler mich natürlich nicht weiter und dann spielen wir aber noch 5 Minütchen, bis wir hier draußen sind. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Und der ultimative Trick... zeige ich euch jetzt. Ich will hoffen, dass es funktioniert. Ja. Okay. Gut. Na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Das muss ich mal gebraucht. Nichts hier runter von diesem Ding. Ja. Gut. Anlauf nehmen und springen ist natürlich, ja, ist natürlich doch sehr logisch, wirklich. Ich war, glaube ich, echt nur verwirrt, weil das mit dem Bus hier so komisch war. Und ich ja erst dachte, oh wow, wir müssen irgendwie unten was machen. Ellie, los! Beeil dich. Oh shit. Ah! Luft doch mal! Oh shit! Und nu? Weiter, nach vorne. Komm schon. Komm schon. Ey, nee, oder das... Komm schon. Kann ich irgendwas machen? Kann ich bitte irgendwas machen? Oh, Ellie? Ellie! Ach du Scheiße. Raus hier, dreh dich um.
Oder kommst du da? Ah, du kommst da durch. Super. Oh, Leute, ich dachte jetzt schon. Oh, shit, ich kann gerade nicht auftauchen. Nee, hier ist nichts zum Auftauchen. Oh, oh. Nee, oder? Meine Energie. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Verfick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon.
Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Holy shit. Holy shit. Holy shit, Leute, wird das krass. Ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich hoffe so, so sehr, dass wir schnell genug beim Operationssaal sein werden. Ich hoffe es wirklich, dass uns hier doch noch ein Happy End erwartet. Ja, ich speichere jetzt und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.